Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drakensang. Ja, wir sind immer noch in den Moorbrücker Sümpfen, haben aber das meiste mittlerweile abgeklappert, bis auf die alte Tempelruine hier oben. Wo unser eigentliches Problem zu finden sein sollte. Erst einmal aber die paar Untoten hier loswerden. Die uns noch so im Weg stehen. Alles klar, Zaridus. Zaridus. Asta. Okay. Soll ich schleichen? Was hast du Schönes? Nur vom Fusel. Okay, hier sind definitiv noch ein paar Untote. Na klar, Candidus. Wie viel Schuss hast denn du noch? 35, okay, das ist ein bisschen was. Und jetzt hast du sogar 5 Schuss mehr. Ja. Vorgrim ist schon ziemlich voll. Ich nehme die Sache in die Hand. Also viel mehr können wir Vorgrim nicht geben. Amazone voraus. So, jetzt den Untoten erstmal weg. Ja, Fussel und Wurf beide. Okay, da kommen jetzt Untote aus den Gruften angelaufen. Hä? Watschelt der denn hin? Holt der Hilfe oder was? Okay. Das bin ich. Ha! Sterb, Candidus. Ich
Lass das mal Vorgrim machen. Für die Königin. Für Rondra. Also so wie es aussieht, kommen aus den Gruften immer wieder neue Untote. Zum Angriff. Alles klar. Jetzt wird's ernst. Vorax. Ist nur die Frage, rennen die mal in unsere Richtung, solange wir hier sind, oder? Amazone, Vorax. Ich versuche mein Bestes. Bei meiner Axt. Arquatus. Ein Zwerg bei Angroschbart. Okay, das wird langsam nervig. Gute Entscheidung. Vor allem, da kommt schon wieder einer. Wir laufen jetzt erst einmal hier vorbei. Diese nichtsnutzige Mütter. Es sollte mir doch allen Ärger vom Halse schaffen. Sei es drum. Dann müsst ihr das wohl erledigen, meine Lieblinge. Das hat uns nämlich jetzt Erfahrungspunkte gebracht, das wusste ich noch. Man konnte sich irgendwie um den Tempel herumschleichen und den Dekubanten belauschen. Aber so wie es aussieht, habe ich keine andere Wahl, als reinzustürmen, weil es kommen immer wieder neue Zombies. Ich mach das schon. Zum Angriff. Thorax. Also schön, ja, wir könnten doch die ganzen Zombies plündern, die wir hier umhauen. Ist die Frage, ob sie überhaupt was dabei haben. Na gut, Bolzen, Luftdolche. Okay. Dann stürmen wir jetzt mal hier rein und... Hallo, Nekromant. Noch mehr Wahnsinnige, die glauben, sich mir in den Weg stellen zu können. Gut, noch kämpft ihr dagegen an, aber schon bald werdet auch ihr die Ränge meiner Gefolgschaft bekleiden. Langt tüchtig zu, meine Lieblinge.
Beseitigt diesen lebenden Abschaum. Folgt mir. Okay. Dezeption. Ein Schwert, ein Wort. Die Königin, für Amanda. Na klar, Vorrat. Gute Entscheidung. Mein Schwert für Ardo. Lass das mal vor. Ich mache das für die Königin. Für Mantra. Oh. Und, ja. Jetzt wird Snipe-Bär-Saft, weil wirklich nicht schlecht. Ich nehme die Sache in die Angriff. Am besten gehen wir jetzt alle auf ihn Brust. Erinnert ihr euch an dieses seltsame Licht? Hier ist es wieder. Okay. Der Bolter-Trick hat sie aktualisiert. Mit der Beseitigung des Nekromanten müsste das Untotenproblem beseitigt sein und das sollte Talia erfahren, damit wir gemeinsam ihren Fluch auf den Grund gehen können. Ja, beseitigt die Untotenplage. Mit der Beseitigung des Nekromanten müsste das Untotenproblem beseitigt sein und das sollte Talia erfahren. Mhm. Hat sich sonst was geschlossen? Nein. Wer hat neue Stufen? Aufstieg gekriegt? Keine Ahnung. Mal gucken, können wir? Ja, wir können. Einen Punkt in Schwerter vergeben. Die restlichen Punkte heben wir jetzt erstmal auf. Alles klar. Gladys, heil dich mal selber. Mit einem Einser kannst du Vorgrim heilen. Und du machst die ganzen Vergiftungen mal weg. So. Hey, mehr Bolzen für Gladys. Oh, ein Vulkanglas durch. Magiestab. Schwefelquell und Giftzahn. Ja, Schwefelquell. Alle mal hergehört. Ist eigentlich eine Zutat. Ansonsten ist hier nichts. Falle sind schärft. Mach die Truhe mal auf, Gladys. Raulederstiefel, grüne Magierrobe. Interessant.
Mal gucken, Gladys, kannst du irgendwas davon gebrauchen?